Ja, man wünscht sich immer irgendwo einen Schritt weiter zu sein, als man dann ist. Es gibt ja auch immer Möglichkeiten, irgendwo Dinge auch zu verbessern. Ja, gemischt. Ich glaube, dass wir insgesamt, wenn man sich die Spielanteile anguckt, wenn man sich auch die Chancen anguckt, viele gute Möglichkeiten hatten. Das war schon mal besser als jetzt auch im letzten Test gegen Beşiktaş. Wir haben trotzdem, wenn man dann auch auf die Gegentore schaut, zumindest zwei dieser drei Gegentore im Endeffekt viel zu leicht bekommen. Das ist sicherlich das, was man auch ansprechen muss und wo wir uns einfach steigern müssen, dass wir so von der individuellen Fehlerquote uns, ja, wie gesagt, steigern. Sicherlich auch, was das Spieltempo angeht, mit Ball, die Klarheit, ist phasenweise mehr da gewesen. Haben es phasenweise auch geschafft, dass wir aus einer Seite mal rauswechseln, darüber einen Tempowechsel hatten, was wir gegen Beşiktaş eben halt auch noch relativ selten hatten. Aber wie gesagt, so Fehlerquote auf beiden Seiten, sowohl im Auslassen von klaren Möglichkeiten. Ich glaube, wir standen insgesamt 4-5 Mal auch allein vom Torwart, ohne dass wir getroffen haben. Plus dann eben auch die Entstehung der Gegentore. Das ist sicherlich etwas, wo wir uns in den nächsten zwei, respektive drei Wochen erheblich steigern müssen, weil das dann natürlich speziell auch auf Bundesliga-Niveau noch mal ganz anders bestraft wird als heute. Ja, man wünscht sich immer irgendwo einen Schritt weiter zu sein, als man dann ist. Es gibt ja auch immer Möglichkeiten, irgendwo Dinge auch zu verbessern. Trotz alledem ist es eben so, wie es ist, dass wir ja zwei Wochen vom DFB-Pokalspiel stehen und drei Wochen vom Bundesliga-Start. Also eben halt auch noch ein bisschen Luft ist, die Dinge zu bearbeiten. Und insofern habe ich unterschiedliche Vorbereitungen erlebt. Vorbereitungen, in denen du schon in den ersten Testspielen das Gefühl hattest, du bist relativ weit, wo es länger gedauert hat, gab es genauso. Und jetzt ist es einfach so, dass wir bewusst eine lange Vorbereitung gewählt haben, weil wir eben halt auch ein bisschen Zeit einplanen müssen. Und trotzdem, jetzt müssen eben halt auch ein paar Dinge in die richtige Richtung laufen, ist auch klar. Ja, wir wollen einfach auch unterschiedliche Möglichkeiten ausprobieren. Niklas hat ja in Berlin sowohl in der Mitte mal gespielt als auch rechts. Miloš hat auch im Endeffekt bei uns schon beide Positionen bekleidet. Ich wollte auch Amos mal in der Mitte sehen, weil der nun häufiger in der Viererkette gespielt hat. Insofern wollte ich ihn auch mal in der Mitte einer Dreierkette sehen. Auch dafür sind Testspiele eben da. Und das war der Gedanke dahinter, und dass Niklas heute ein bisschen länger gespielt hat, eine Viertelstunde als die meisten anderen, lag dann speziell auch daran, dass wir dort von der Position her Lasse heute mit dabei hatten aus der U23, der seine Sache auch ordentlich gemacht hat, aber wir dort eben dann auf der Position Niklas die Viertelstunde mehr noch geben wollten. Na, das würde ich nicht sagen. Also es mag durchaus so sein, dass viele Jungs, die auch letztes Jahr häufig auf dem Platz standen, jetzt die erste Halbzeit oder die ersten zwei Viertel gespielt haben. So ist es richtig. Aber ich glaube auch, dass speziell in der zweiten Gruppe einige Jungs das richtig gut gemacht haben. Und das wird man sich sicherlich auch dann am nächsten Wochenende nochmal angucken, wie es dann ausschaut. Ja, ich habe ihn auch gut gesehen, insbesondere mit Ball. Eben gerade das, was wir angesprochen haben, immer wieder auch aus einer Seite rauswechseln, Tempowechsel im Ballbesitz haben, hat er sehr gut gemacht. Und das ist sicherlich aufgefallen, ja. Ja, ich freue mich, dass er da ist. Ich habe das ja auch mehrfach betont, dass wir uns sehr um ihn bemüht haben, dass er sicherlich jemand ist, der die Abläufe bei uns kennt, der, und das ist ja für uns auch immer wichtig, einfach auch gut in die Gruppe passt, der in der Gruppe anerkannt ist, und insofern ist das eine sehr gute Lösung, glaube ich, sowohl für Mitch als auch für uns. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder Spieler seine Erfahrungen mit einbringt, ganz egal, ob jung oder alt oder viele Bundesligaspiele oder wenig Bundesligaspiele. Ich glaube, wichtig ist, dass das jeder auf seine Art und Weise tut. Mitch hat das zum Ende der letzten Saison speziell schon auch bei uns getan, dass er eben mehr Verantwortung übernommen hat, in Drucksituationen eben halt auch der Mannschaft Sicherheit gegeben hat, auch auf dem Platz mit seinem Auftreten, und ist sicherlich in einem Alter, in dem er das tun kann, in dem er das sicherlich auf seine Art und Weise auch tun wird. Und wichtig ist aber, wie gesagt, dass da nie einer alleine mit ist, logischerweise. Wir haben viele Spieler, die eben schon über eine Menge Erfahrung verfügen, und wir sind alle gefragt, natürlich unsere Erfahrung mit einzubringen. Genau kann ich es nicht sagen. Bei Marco habe ich jetzt noch keine Info darüber, konnte ja auch dann die 60 Minuten komplett durchspielen. Bei Ehren war es nicht die Stelle, die er zuletzt hatte, sondern war irgendwo im Oberschenkel. Muskuläre Probleme, die er gemerkt hat, müssen wir schauen, was das ist. Ja, wir werden nachts trainieren. Ich muss mal gucken. Tatsächlich habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht, aber wir werden sicherlich dann versuchen, irgendwie aus der Mittagshitze zu entfleuchen, aber wir müssen mal schauen, wie das möglich ist. Also mache ich mich dann jetzt vielleicht auf der Rückfahrt mal schlau.